Hallo und herzlich willkommen bei einem kleinen Show-Video zu Regnum. Ich streame ja gerne ein bisschen ab und zu, aber manchmal geht es einfach nicht so gut, weil ja nicht so viele Spiele online sind oder zu viele Spiele online sind. Und deshalb mache ich ab und zu solche Videos. Wir haben eine Mission, nämlich wir müssen zum Algrosfort gehen. Und ja, das wird ein bisschen kritisch, da momentan, ja, so ungefähr, muss jetzt schauen, es ist 23 Uhr irgendwie etwas, 23 Uhr 18, minus 6 Stunden, jetzt muss ich mal kurz denken, mach mal kurz das Fenster noch zu. So, ja, so blöde Rollschuh, also so, da diese Roller da mit den runden Rädern. Fahrer sind durch und haben Lärm gemacht. Dankeschön. Ja, also eben, wir machen jetzt mal die Quest und ich habe mich auch umgeskillt und habe einen neuen Hammer gekauft, der auch ein bisschen mehr Schaden macht als der andere. Und schauen wir mal, ob wir eine Party finden, wo wir Richtung Algrosfort gehen. Also jetzt hier im Trelleborgfort ist wahrscheinlich nichts los. Aber, ja, irgendwo anders. Den ersten Part von meinem Gameplay zu Regnum mache ich mal ohne Schnitte. Weil eventuell kann immer wieder etwas passieren. Eventuell sterben wir halt immer wieder. Aber deshalb mache ich hier auch noch kurz das Teil an. Wir gehen aber immer zur Mauer, wenn es halt ein bisschen kritisch ist. Also momentan ist noch kein Spieler online. Also online hier, gerade am Ort. Und deshalb, ja, gucken wir, dass wir das schaffen. Ich wollte auch Bleetox mal fragen, ob er kurz Zeit hat, aber er levelt wahrscheinlich. Also er hat gesagt. Er macht halt mit Freunden etwas, wahrscheinlich im Leben oder halt in der Warzone herum betteln. Ja. Oder Events wahrscheinlich sogar noch. Zum Abschluss des Videos können wir dann auch noch kurz das Event machen, aber ja, sonst wird das Video wahrscheinlich ein bisschen zu lange. Ich mache gerne bei solchen Sachen einfach ein Video, damit ihr immer wieder ein bisschen nach vorne spulen könnt, wenn es euch nicht so interessiert. Einfach damit im Livestream natürlich dann auch noch andere Sachen machen können, wie zum Beispiel eben Reichsschlachten und so weiter. Jetzt müssen wir kurz schauen. Sollte eigentlich alles gut sein jetzt hier. Weil ich habe es damals auch geschafft mit einem Barbar. Der war, glaube ich, sogar noch nicht so weit wie jetzt der. Und da habe ich auch gut geschafft. Und wenn wir sterben, dann sterben wir halt. Das ist nicht schlimm. Wir können auch hinten durch. Ich glaube, ich mache das. Einfach hinten durch, weil vorne sind immer Spieler. Also wenn hier mal kommt, dann habe ich ein Problem. Ich bin zwar besser gehärtet gegen Durchbohrattacken, aber das heißt aber auch, dass wir nicht so viel mehr tanky sind. Also es ist, weiß ich nicht genau, was es ist. Das ist das Buch. Da. Ja, 10% sind es nur, aber egal. Ich skill mich sowieso dann nochmal um fürs PvP. Jetzt habe ich einfach ein paar Sachen mitgenommen, die mich ein bisschen schützen. Oder andere Spiele einfach helfen. Eventuell sehe ich ja jemanden, der einen killen will und ich buff ihn dann, bekomme ich auch noch ein bisschen über den Boni, der die Level, also XP. Ja, und je höher wir dann sind, desto einfacher wird es gegen die Spiele. Wir müssen halt einfach dann noch gutes Equip bekommen. Aber ja, das wird sicher relativ gut gehen. Ich finde es toll, dass wirklich im letzten Livestream jemand mitgemacht hat. Kann ich jetzt gar nicht sagen.
Ja, ich kann gerade auch den Namen nicht sagen. Sorry dafür. So, eigentlich habe ich ja. Genau. Was? Wir müssen dort bleiben? Oh. Manchmal meine ich wirklich, die Quests sind extra so. Aber im Allgäu ist scheinbar nie was los. Also gerade momentan ist am Herbertfort etwas los. Also das müssen wir merken, sonst verlieren wir natürlich gleich noch ein Leben. Ja gut. Die Dinge können hoffentlich nicht so weit gehen. Es ist ein Spieler und nein, ein Wächter. Okay. Ja, das sind immer zwei Wächter. Ja, mit meiner Stimme geht es noch nicht so gut. Tut mir leid, wenn ich manchmal störe. Aber ja, es ist leer. Es ist wirklich leer hier. Das ist gut. Aber es ist toll, wenn wir jetzt die Quest machen können. Dann habe ich jetzt wieder einen frei. Und kann dann. Ah, dort ist ein NPC. Okay. Gut. So. Also, wo müssen wir jetzt hin? Ganz kurz schauen. Jetzt müssen wir nach oben. Ja, könnte ein bisschen gefährlich sein hier nach oben, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie ringsum gehen. Ja. Und die Leute bekommen sowieso nicht keine XP und keine Königreichspunkte bei so low-leveligen. Also ja, vielleicht schon ein bisschen, aber nicht viel. So. Und jetzt müssen wir. Was? Zum Algros fort? Also richtig dorthin? Ah, okay. Und jetzt müssen wir dann zum Herbrepp fort, okay. Das ist einfach nicht angezeigt. Das wird wahrscheinlich rechts angezeigt, ja. Aber ja, das ist mir ein bisschen zu weit rechts. Weil mein Bildschirm recht weit links ist. Ja, weit rechts ist. Muss ich noch weiter nach rechts schauen. Hätte lieber die Quests hier gehabt, links, wie bei Metin oder so. Ich weiß nicht, so viele Rundspiele, also MMORPGs machen das links, aber ich muss es rechts machen. Keine Ahnung. Hier können wir vielleicht auch mal dann farmen, weil Eisen gibt es hier. Und auch spezielle Sachen, die wir halt auch für Waffen brauchen und so weiter. Aber okay. Oh, ich bin ein bisschen murmelig hier. Also murmeliges Gefühl. Eingemurmelt. Ja. Ich gehe extra hier durch, wo wahrscheinlich nicht so viele Spieler wollen hier durchgehen. Weil links gehen eigentlich viel zu viele Spieler durch. Und rechts eigentlich auch, weil es weniger, also schneller ist zu Algros fort. Deshalb ist es schon eigentlich ein bisschen gut in der Mitte zu laufen. Okay, da ist jemand. Der AFK ist. Und immer schützen. Ich weiß nicht, die Hirten sind sowas von kleinlich. Der macht nichts. Ja, der weiß, dass ich Quest. Hey, hör auf! Hallo, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Hallo, lasst mich! Ich mach nichts! Ich mach doch nichts! Nein, ich mach nichts! Also, so Spielverderber, die Leute müssen immer nur greedy sein. Hey, hallo, ich mach nichts! Lasst mich doch! Oh, hält nicht normal, die Leute! Weißt du, plötzlich sind wir wieder da! Man hat es gar nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er eine unsichtbar gemacht. Aber das ist so peinlich. Also, weißt du, das Spiel hat nur noch Arschlöcher beim Spielen. Kann ich einfach nur sagen, wenn es im anderen Reich ist. Man lässt Spiel nicht in Ruhe. Man macht doch nur Quests. Ist doch nicht schlimm. Oder haben die Angst, dass ich es ihnen erzähle? Wie denn? Okay, dann hätte ich mal so extrem. Die Leute, auf der Weste, die kommen hier durch. Ich dachte, die gehen da nach Aggersburg oder so. Aber die sind wahrscheinlich sowas. Also, Süd ist sowas von peinlich manchmal. Einfach Syrtis. Auch in Valhalla. Wenn die Syrten einfach mal ein bisschen besser organisiert wären und nicht so viele, ja, blöde Spiele hat, dann würde das auch viel besser gehen. Aber, nee. Seht, das ist halt immer das Loser-Team.
Weil die anderen, also Alsios hat weniger Spieler und sind effizienter. Und die Ignen haben mehr Spieler und sind halt auch effizient, weil sie wenigstens auch etwas machen. Aber Sürth ist es immer das Loser-Team. Das regt halt wirklich auf. Weil die nicht in Ruhe lassen. Die Ignen lassen uns wenigstens ein bisschen in Ruhe. Also ja, da hat ja ein Spieler auch mich in Ruhe gelassen, aber ja, scheinbar. Es sind einfach viel zu wenig Eisen da. Geht doch nicht hier hin. Geht doch zurück. Hey, ihr habt das Allgross fort momentan. Ja. Ja, sie hauen ab. Sie hauen wirklich ab. Jetzt muss ich kurz warten. So. Weg mit den Köpfen. Und einschüchtern dann. Ja, jetzt will ich nicht so nah dran. Muss jetzt nochmal schauen, dass ich noch ein paar buffen kann. Ja. Dann schütze ich mal mehr. Ich lebe noch ein bisschen. Ja. Und vor allem eben Stuns mitgenommen und beseitigt positive Effekte wäre eigentlich auch nicht schlecht. Wenn die dann mal hinkommen. Das ist cool, weil das hilft mir. Jetzt haben wir ein paar Spieler dabei. Eventuell gibt es dann auch noch Dinge. Ich habe einfach den Schnelligkeitsdarm nichts gegen können. Komm bitte ein bisschen mehr Schaden. Ja! Ich bekomme auch viele XP. Wunderbar. Ich habe den ersten Spieler getötet. Ich fühle mich cool. Ich fühle mich cool. Und der Bleetox ist auch hier. Ah. Ah, das ist ja gut. Einfach mal ein bisschen besser zusammenzukommen. Weil eben die ersten 45 Level sind immer die schlimmsten. So, wunderbar. Dann weg mit ihren Köpfen. Wo ist jetzt der Bleetox? Ist weiter oben, gell? Okay, wunderbar. Weg mit ihren Köpfen. Jetzt ungefähr. So. Wir machen aber gut Schaden. Ich glaube, der ist Low-Level gewesen. Hallo. Bleetox. Guten Tag. Es macht einfach mega viel Spaß, das Game, sobald du ready bist. Und ja, wir sind jetzt schon viel readier als sonst. Also ich denke, ich kann schon einen Livestream dann machen, irgendwann mal, wenn auch mehr Spieler da sind. Jetzt gehen wir hoffentlich zum Herbert fort, das ist immer gut. Jetzt kann ich auch ein bisschen Eindruck schinden bei denen. Das sind halt Spanier, also Argentinier. Aber dennoch, dass wir auch noch ein bisschen mehr hinkriegen. Ah, oh, super Party, danke. So. Ja. Ich so einen Low-Bop und habe eine gute Party, das ist so geil. Ja, eben, es ist ein extrem schweres Spiel, aber wenn man dann mal so weit ist, dann wird das Spiel von Level zu Level immer einfacher. Und das ist gut. Die Freunde werden dann dich immer wie mehr unterstützen und alles. Und ja, so kann man echt auch Freunde kriegen, oder? Also ich habe jetzt schon genug Freunde, aber dennoch. Also dann gehe ich mal zu Herbert fort, wenn der Gegner weg ist. Weil die wollen jetzt natürlich wieder zurück. Weil wir sind hier ein bisschen momentan wahrscheinlich in Unterzahl, wenn wir dann angegriffen werden. Ich kann gerade nicht. Dachte schon, das wäre einer von den Syrten, aber es ist ein Jäger. Oder es war einer der. Ich glaube, es war einer von den Syrten. Naja, egal. Ich habe nicht geschaut. So, also wir gehen schon mal in die richtige Richtung. Okay, super. Dann haben wir noch mal einen. Okay, genug schon, oder? Nicht? Hm.
Ja, wir haben jetzt eine langsame Angriffsgeschwindigkeit. Ja. Wir müssen halt sonst schon wirklich noch mitnehmen. Aber so in unter 2 ist das, das egal. Weißt du. Und immer muss ich nicht mitnehmen. Also wir können noch nicht so viel EXP mitnehmen, das ist wahr. Ah, wir sind ja Barbar. Ein toller Barbar. Ein kleiner, armer Zwerg. Oh ja, oh ja. Ich nehme einfach alle Gegner noch mit. So. Ja. Ich gehe lieber weg oder so, aber die wollen natürlich noch in die Richtung gehen. Muss ich mal kurz weg. Ich komme gleich wieder. Ist das ein Jäger wahrscheinlich? Ich dachte, der blieb. Ja, das sind beide Jäger wahrscheinlich. Ach komm jetzt! So. Sollte eigentlich schon gehen. Dass der hier bleibt. Ja. Ja, sonst kommt er halt wieder. Ist mir egal, so viel muss ich natürlich nicht machen. Die anderen sind 8, also Ablitox ist 48, okay. Gut. Lord Ragnar Lodbrok, wahrscheinlich. Ja, ich bleibe ein bisschen weiter hinten, also zwar, es könnten Gegner von hinten angreifen. Ah, da ist wieder einer, oder? Nicht? Ah, die gehen jetzt zum Event. Ja, eigentlich möchte ich jetzt noch nicht zur Event-Insel, aber wenn die schon kommen. Aha, die wollen einfach hier jetzt momentan. Das ist eine gute Idee. Casanova. Ich hab das Schmitzen hier. Das Küsschen, das. Juni. Sind alles Männer. Ja, dann machen wir Kampfmodus weg. Bietok ist natürlich eben der Erste. Der muss mir noch ein bisschen laufen. So. Ich habe schon Casanova bekommen. Noch nicht. Ja, ich möchte gerne zum Herbergpfad, aber die Arme haben ein bisschen Angst. Sonst gehe ich mal kurz. Eigentlich könnte ich die Quest jetzt eigentlich relativ gut alleine weitermachen. Ja. Es ist so heiß. Aber gut, Video kann ich schon mehr machen, als jetzt gerade live zu streamen, sonst würde ich wahrscheinlich wegen der Dauer und so echt baden gehen. Im Schweiß. Ja, Schweiß, ich würde es eigentlich nicht so. Aber ja, der haut ab. Leute, ist auch eine. Sehr einfach. Der möchte gerne zum Event und hat uns nicht gesehen, wahrscheinlich. Ja. Das sind zwei, hä? Nein, das ist. Hä? Was ist denn das? Ein Geist? Ah, das ist der Geist-Pet. Ja, das sah ein bisschen größer aus. Schön. Ich möchte gerne zu Herbert. Ja, die hier stehen bleiben.
Ja, ich weiß schon, dass man die Spieler ein bisschen. Oh. Weißt du, so schnell haben wir wieder Spieler hier, weil die immer wieder hier herumgabbeln. Ich muss jetzt einfach schauen, dass ich nicht sterbe. Es ist so blöde gemacht, dass man Quests mit Level 45 bekommt schon. Das können sie mit Level 60 machen. Naja, es muss gar nicht so eine blöde Quest geben. So. Und dann? Ja, dort hinten durch. Okay. Ich dachte vorne durch, aber wenn die das so wollen, gehe ich halt hinten durch beim Shop. Das ist ja so ein Kahn mit einem Shop. Ah, hier gibt es auch noch einen Shop. Eventuell kann ich mal schauen, was hier für, ja, gekauft werden kann. Und wir können dann eventuell mal nochmal zu einem der Shops bei Alysius gehen, weil wir da ein bisschen sicherer sind. So, denn wie gesagt, ein bisschen geschützt hier runter, Schrieber. Kann schon sein, dass wir da noch ein bisschen Probleme bekommen. Wenn plötzlich irgendwie jemand auf der Brücke ist oder so. Da ist einer. Der wird gehuntet. Der wird gehuntet. Aber weißt du, das Spiel hat wieder wahrscheinlich nichts gedacht. Nicht buffen. Wenn du siehst, jemand ist am Pferd oder auf einem Tiger oder Löwen, meine ich, dann würde ich nicht buffen. Ja, ich gehe hin durch. Ich habe keine Lust hier zu sterben. Ja, es ist ja nicht so weit. Schon ist es eine Stechmücke. Ja, der Händler kann ich jetzt nicht besuchen, sonst sterbe ich. Weil der kommt sicher nach. Zwar. Ich könnte es kurz versuchen. Ah, der wird gar nicht handeln. Ja, das können sie doch machen, dass der neutral ist, oder? Aber scheinbar nicht. Ist ja auch schwer zu entwickeln, ne? Ja, ich habe ja gesagt, ich werde eventuell mit Sky Modden anfangen und dann werde ich alles besser machen. Weil eventuell könnte es wirklich gehen, dass man in Sky ein MMORPG machen kann. Also aus Sky. Also einfach einen Server machen, Multiplayer. Ja, es ist auch schwer zu machen natürlich, aber dann auch drei Reiche oder vier Reiche machen, die auch ein bisschen zu Sky passen. Und dann hätte man so eine Art, ja, RFS-Server einfach von einem Spiel als Mod. Das wäre mega geil, wenn das wirklich auch genehmigt wird. Dann könnte ich damit viel Ruhm verdienen. Ja, es ist natürlich eine Zukunftsvision, weil das ist extrem schwer zu machen. Aber eventuell geht das wirklich, weil Lust hätte ich. Und eventuell kann ich dann wirklich auch bald ein eigenes Spiel machen mit solchem RVR. Aber ich möchte eigentlich mit Skyrim anfangen, weil ja, Modden. Sonst müsste ich irgendwie Unity Engine nehmen oder so, wo es sehr limitiert ist. Das ist natürlich auch nicht so gut. Und einfach mit NPCs machen, nicht ein Server, sondern alles mit NPCs, die ich auch recht gut mache als KI, also die KI sehr gut mache. Ich habe so viel Lust und so viel Zeit, da könnte ich schon machen, weil ich spiele jetzt momentan meistens Grimdawn oder Regnum. Da könnte ich halt einfach auch ein bisschen Zeit ins Modden investieren. Und halt eben schauen, dass ich da noch nebenbei Modden, livestreamen kann. Und einfach von einem Mod. Von Modden, oder? Aber mal schauen, wie gut das ankommt. Weil es kann ja auch sein, dass es einfach nicht gut ankommt, weil es vielleicht langweiliger scheint. Aber dann könnten eventuell ein paar Leute auch mir helfen, oder? Also wenn ich jetzt irgendwas nicht weiß, vielleicht gibt es ja jemand, der gerne moddet und auch es kennt. Ja, das wäre eigentlich eine gute Idee. Weil ich habe ja einen riesen Leute, also ich, meine Videos kommen so gut
um, ja, bei YouTube, dass einfach viele Leute immer wieder kommen und reinschauen, kurz oder mehr Minuten lang oder sogar noch länger. Und dann habe ich sozusagen ja eben auch mehr Reichweite, weil viele Modder, die haben halt nicht viele Abonnenten. Also das ist schon relativ schwer. Ah, die sind schon gelb. Ja. Darauf hätte ich auf jeden Fall Lust. Weil man muss halt im Leben auch etwas arbeiten. Kann doch nicht sein, dass immer so viel, immer wie mehr Leute immer wieder so störrisch werden bei vielen Sachen. Ah, ich muss jetzt hier wirklich töten? Ich muss die wirklich töten? Ich wusste das gar nicht mehr. Lol. Das wird hammerhart. Ich habe ja jetzt nicht so eine gute Ding. Ja. Lass das mal. Ich will nur den töten kurz. Ja, ich mache sehr viel wenig Schaden. Ja, da ist schon einer, der. Oh. Lass mich doch kurz den töten. Ach, Feiglinge. Solchen Feigling. Lass mich doch. Es sind einfach viel zu viele Hunter unterwegs. Aber ich habe einen wenigstens getötet, oder? Ja. Einen zumindestens. Wie die einfach. Also. Wenn ich jetzt etwas machen würde im Airfire, dann würde ich Hunter einfach mal nerven. Das geht einfach nicht. Das ist so kacke. Also jetzt gehen wir noch ein bisschen Airfire machen. Okay, nein, es ist zu spät. Also die Quest muss ich halt einfach später machen. Die Hunter haben sowieso recht früh Angst vor Barbaren. Ich bin halt jetzt einfach falsch geskillt gewesen. Ich hätte den schon sonst ein bisschen kritisch kriten können. Also nicht kriten können, aber schlagen könnten. Und ja. Da müssen wir einfach noch ein bisschen leveln, na klar. Die Quest mit den Schlangen könnte ich noch machen. Ich mache das einfach morgen, so am Nachmittag, wenn wirklich viel, wenig Spiele dort sind. Das ist so doof. Also, ich wusste gar nicht, dass es so eine Quest gibt. Was sollen wir das da bei den Orks probieren? Ja, die Quest müssen wir dann einfach aufheben. Also machen wir den ganzen Morgen halt RVR. Ich möchte am liebsten noch mal ein Video machen, aber ich bin ein bisschen zu müde und ein bisschen zu krank. Also einfach in der trockenen, des, ja, trockenen Halses. Ja. Also, Thanks. Ich hab doch gedrückt. Scheiß Shit. AD war es, gell? AD und PD. Schön, ja, dann bis morgen oder heute. Ne, es ist noch 13 Minuten bis morgen. Tschüss.